Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Project Hospital. So, direkt zu Beginn muss ich an etwas unbedingt denken. Und zwar, wir haben ja gerade echt das Problem, dass einfach nicht genug Patienten an die Reihe kommen. Und das liegt natürlich, ich weiß nicht, wie ich darauf nicht kommen konnte, daran, dass ich die Sicherheit so hoch eingestellt habe. Ich würde das jetzt tatsächlich einfach wieder auf Mittel befördern, damit wir das irgendwie hinkriegen, weil ich kann leider jetzt nicht 1000 Ärzte einstellen und Arztzimmer bauen, das Geld haben wir nicht. Also muss es leider erstmal auf Mittel bleiben, auch wenn ich das eigentlich nicht wollte. Aber ja, sonst, das ist halt der Grund, warum natürlich die Diagnosen, also diese Untersuchungen hier einfach viel, viel, viel zu lange dauern. Ich bin aber auch echt nicht drauf gekommen. Das musste erst jemand in die Kommentare schreiben. Es ist so logisch. Es ist einfach so unglaublich logisch und ich bin nicht drauf gekommen. Genauso wie hier, als ich das Bett verlegt habe, habe ich anscheinend auch übersehen, dass ein Bett keinen Nachttisch hatte und deswegen nicht funktioniert hatte. Ich glaube, dass es daran lag. Zumindest wurde ich auch in den Kommentaren so darauf hingewiesen. Und man kann wohl auch sehen, wenn Betten nicht funktionieren, dass sie dann in einer bestimmten Farbe leuchten. Auch wenn sie belegt sind. Wenn sie belegt sind, sind sie, glaube ich, grün, so wie hier unten gerade. Glaube ich, dass das so war. Und wenn sie blau leuchten, wie das hier gerade, dann funktionieren sie scheinbar nicht. Warum das jetzt hier nicht funktioniert, weiß ich tatsächlich nicht. Eigentlich hat er alles. Ist eigentlich nicht anders als die Betten da gerade. Ah, doch. Falsche Seite. Ja, auf sowas muss man alles achten. Das ist verrückt. Ja, und jetzt funktioniert es auch. Jetzt haben wir es wenigstens gleich mal schön gesehen. Also wenn das Bett blau leuchtet, dann funktioniert das nicht. Also das hier wäre die ganze Zeit nicht benutzt worden und ich weiß nicht, ob wir das bemerkt hätten. Ich habe auch hier gerade so ein bisschen Angst, wenn der Stuhl hier unter diesem Gerät steht, dass das vielleicht auch nicht funktioniert. Wartet mal, ich mache das mal, ich tausche das mal irgendwie so ein bisschen. So. Ich weiß echt nicht, ob das dann noch geht. Dann mache ich den Stuhl lieber irgendwo anders hin. Vielleicht einfach hier neben die Pflanze. Kann man sich dann nehmen. Das hier sollte eigentlich richtig sein. Das zeigt auch nach da. Okay. Ja, auf sowas muss man alles achten. Und ich wurde auch noch mal darauf hingewiesen, dass ich vielleicht die Röntgenbilder lieber direkt in diese Zimmer reinsetze. Da gucken wir auch gerade mal. Ach, da ist er ja. Weil die immer dann die Ärztin da hinlatschen muss zu dem Ding. Wie kriege ich denn das? Irgendwie. Ja, will schon wieder nicht. Ach, das ist doch. Das könnte ich verschieben, aber an das da oben komme ich gerade echt nicht ran. Ich kann auch das gerade nicht verschieben. Warte mal, was ist denn hier los? Ist es, ach, weil ich im Falschen bin? Nee. Weil es gerade benutzt wird. Glaube ich. Ja, es wird gerade benutzt. Deswegen kann ich es nicht benutzen. Natürlich. Habe ich das hier auch gemacht? Ist das ein Fenster oder ist das? Nee, das sind die Röntgendinger. Dann packe ich das hier einfach mal hier hin. Guck, Fenster, wollte ich mich auch noch drum kümmern. Oh Mann, noch so viel zu tun. Die haben alle keine Fenster und das sieht natürlich hier auch überhaupt nicht schön aus, wenn da keine Fenster sind. Achso, hier sind eh keine Fenster im Röntgenraum. Aber hier, sie hier könnte ein Fenster haben. So, dann warten wir mal eben, bis die fertig ist. Jetzt müsste es. Ja, jetzt kann ich es auch benutzen. Natürlich. Ich habe es vorher noch erklärt. Wenn die grün sind, nicht benutzbar. So, und jetzt werde ich mal kurz gucken. Wir haben hier immer diese Fenster. Ich mache das mal kurz eben. Ich mache das dahin. Hier, wie gesagt, keines. Aber hier, die kann auch ein schönes Fenster haben. Die kriegt sogar zwei von mir spendiert. Noch da. Im Flur lasse ich mal eben noch, weil da vielleicht ja noch was dazu kommt. Im Badezimmer hätte ich gerne ein Fenster mit Gardine. Bisschen groß. Aber es gibt, glaube ich, kein anderes Fenster mit Gardine. Komisch, dass die Kleinen keine Gardinen haben. Vielleicht einfach hier so ein kleines. Was haben wir hier gemacht? Gar nichts. Moment, muss ich wieder so schalten. Die haben gar kein Fenster. Okay, dann mache ich hier auch mal sowas. Komm. Kriegen die einmal so eins. Weil da eben die Gardinen vor sind. Wie gesagt, eigentlich finde ich es doof, dass sie so groß sind, aber ich mache mal so. Und vielleicht machen wir hier auch noch so ein Gardinen. Das ist zu groß. Komm, dann machen wir so eins und. Die Ärzte kriegen hier auch jeweils noch ein Fenster rein. Da muss nicht unbedingt. So, ist okay. Jetzt muss ich hier noch schauen unten. Hier sind auch keine Fenster. Okay. Dann hier einer.
hier eins. So, oben noch gucken. Ich will einfach, dass das halt ein bisschen wohnlicher alles wirkt halt. Da habe ich jetzt auch so ein Fenster. Ja, so ganz normales drin. Hier kann ja auch schlecht jemand reingucken, denke ich. Dann gibt es hier zwei nebeneinander. Hier gibt es wieder so eins. Nee, nicht dich. Dich gibt's. So. Am besten hier direkt in die Kabine rein. Auch schön. Kann man wenigstens schön rausgucken. Gibt es hier noch ein Fenster und im Labor weiß ich nicht. Da lasse ich es mal. Da mache ich jetzt kein Fenster. So. Hätten wir wieder uns ein bisschen gekümmert. Wie gesagt, wir sind ja gerade auch total in der Optimierungsphase. Gut, Fenster optimieren jetzt natürlich das Ganze hier nicht, aber ja, das andere, was wir so machen. So, wie sieht's aus, Leute? Jetzt ist natürlich schon 16 Uhr. Die werden jetzt natürlich trotz der anderen Sicherheitsstufe wahrscheinlich trotzdem nicht mehr alle schaffen. Wir sind jetzt bei 24. Aber ich nehme an, dass es jetzt am nächsten Tag ganz gut laufen wird. Vielleicht kriegen wir ja endlich mal dann die 40 Patienten hin am nächsten Tag. Wir gucken mal. Jetzt, wie gesagt, schon zu spät. Ja, das Ansehen von 70% in der Abteilung Chirurgie ist das, ne? Das ist natürlich auch noch so eine Frage, wie wir das genau erreichen können. Und dafür muss wahrscheinlich erstmal alles fertig sein in der Chirurgie, nehme ich bald an. Wie soll das sonst möglich sein? Sehe ich hier irgendwo, wie toll die das finden? Stationsbetrieb funktioniert nicht, das wissen wir. Krankenkasse, nein. Statistiken, sehe ich hier irgendwo die Beliebtheit? Personal, Patienten. Hier sind Sterne. Drei Sterne, aber insgesamt vom ganzen Krankenhaus. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Vielleicht hier. Chirurgie. Hat doch keinen Oberarzt, könnten wir auch mal machen. Ah, hier, guckt mal. Oh je, das ist echt schlecht. 1,5 Sterne, naja, da werden wir noch eine Weile nicht drauf kommen. Vielleicht, wenn wir den Aufenthaltsraum bauen. Vielleicht hängt das tatsächlich auch davon ab, nicht nur wie die Patienten das Ganze finden, sondern auch die Angestellten. Guck, ich habe hier überhaupt keinen Aufenthaltsraum mit eingeplant. Oh je, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Der ist hier jetzt nicht ansatzweise, also hier ist nicht ansatzweise irgendwo Platz dafür geplant worden. Ich habe die Räume ja mehr oder weniger schon alle verplant. Oh je. Wie viel Geld haben wir? Wir haben eh gerade nicht genug Geld, aber ich muss daran denken. Das wird wahrscheinlich die Stadt, also die Chirurgie auch ja in den Prozenten hier voranbringen mit dem Ansehen, nehme ich an. So, ich mache mal den Tag schneller vorbei. Jetzt wird hier noch schön gereinigt, sehr toll. Lange Wartezeiten für Untersuchungen. Ein Bett für die benötigte Untersuchung. Echokardiographie, ETS ist belegt oder das Personal ist überlastet? Die hier. Ui, die kommt langsam mal rein. Oh, oh. Die hier werden ja noch nicht benutzt, ne? Ich könnte nochmal ein Bett kurz umstellen. Oder eins kaufen. Kann ich mir eins leisten? Dann würde ich jetzt doch vielleicht mal nochmal ein normales Bett da reinstellen, was ich eigentlich nicht machen wollte. Aber wir können uns die teuren halt nicht... Ach so. Können uns die Geräte aber nicht leisten. Okay, dann muss ich doch nochmal klauen. Ach, schön. Sehr, sehr schön. Aber das geht natürlich... Warum haben die das so gemacht? Da haben die eine mehr behandelt und jetzt liegt die da auf dem scheiß OP-Tisch. Das ist ja... Nee. Keine Ahnung, warum die das machen. So, müssen wir jetzt mal gucken, ob das hier klappt mit dem Platz. Diesmal versuche ich auch alles rüberzubringen, was wir brauchen. Auch den Nachttisch, den ich letztes Mal anscheinend vergessen habe. Du kommst dahin. Und der Tisch, ich glaube, das andere Ding da war gar nicht notwendig. Aber der. Das müsste jetzt eigentlich sogar schon reichen. Ich nehme trotzdem mal das Ding hier mit. Wir können das Bett ja auch hier regulär stehen lassen. Das müssen wir jetzt nicht ständig hin und her räumen. So, mal gucken. Na? Holt die jemand? Aber das Bett funktioniert. Es leuchtet nicht blau, also müsste es auf jeden Fall funktionieren. Ja, die bringt jetzt keiner wirklich weg hier. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, dadurch, dass halt schon so war. Warte mal. Jetzt geht hier eine Ärztin. Nee, die hört sich was zu trinken. Lass sie doch da nicht liegen, Leute.
Was macht die denn? Das ist auch die einzige Schwester, die wir gerade haben, aber die macht einfach nichts. Die lässt sie da einfach liegen. Ist ja nett. Okay. Ah, die wird bestimmt gleich wieder abgeholt. Ach, das ist natürlich blöd. Aber da geht jetzt gerade weder ein Arzt noch eine Schwester hin. Jetzt vielleicht? Na? Nee, das interessiert die überhaupt nicht, dass die da liegt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich jetzt auch nichts machen. Kann nur den Tag verstreichen lassen. Ein Mitarbeiter war letzte Nacht betrunken. Oh, wir haben schon wieder eine betrunkene Länderhufnagel. Ach, Mädel. Was soll denn das? Die hat auch nur das hier Alkoholiker. Moment, ein verstecktes noch. Wo hast du gearbeitet? Ja, ich sage absichtlich schon, wo? In der Chirurgie? Oder? Ich weiß es nicht. Oh Gott, wir kriechen das jetzt raus. Doch, in der Chirurgie auf jeden Fall. War das die Ärztin, die hier arbeitet? Warte, ich muss kurz den Tag anstellen. Linda Hufnagel, hier arbeitest du als Ärztin tatsächlich. Ja, blöd. Blöd gelaufen. So. Dann, was ist denn das hier? Das Schwesternzimmer, oder? Aber da brauche ich doch jetzt eh noch keinen. Moment, Tagschicht angucken. Eigentlich brauche ich da eh noch niemanden, weil wir ja die eh noch nicht aufhaben, weil die beiden Dinger hier noch fehlen. Dann ist das eh egal. Moment. Ich wollte eigentlich nur weg. Das ist das Schwesternding. Das hier ist das Ärzteding sogar. Okay. Naja. Gut. Hier brauche ich eigentlich auch gar nicht einstellen. Naja. Egal. Die Station funktioniert ja noch gar nicht. So, wie sieht's denn aus? 3000. Oh, ich hoffe, man merkt nicht, dass ich total müde bin. Ich weiß auch nicht, warum heute ist Sonntag. Ich glaube, die Folge kommt halt auch noch hoch. Und ja, es ist gerade so 12 Uhr, glaube ich. Und ich bin irgendwie total müde. Ich weiß auch nicht. Es gibt so Tage, da fühlt man sich einfach mega gerädert. Und gerade geht's mir so. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich gerade mache. Ich hätte einfach liegen bleiben sollen, aber ich lag gerade echt die ganze Zeit und hab auf der Couch mir Let's Plays angeschaut und dann dachte ich mir irgendwann so, boah, du kannst ja jetzt nicht den ganzen Tag auf der Couch hängen. Und ja, jetzt habe ich mich einfach mal an den Computer gesetzt und angefangen, ein bisschen zu spielen. Durch Spielen kommt man ja auch mal so ein bisschen in die Gänge wenigstens. Aber ja, ich bin echt gerade so ein bisschen durch. Ich habe gestern nicht lange gemacht, nein, ich war auch nicht weg oder so. Ich habe gestern wirklich nur bis 23 Uhr oder so auch. Ich gucke ja abends auch mal Let's Plays zum Einschlafen, weil ich sonst nicht so gut schlafen kann. Und ja, irgendwie bin ich aber trotzdem müde. So, dann gucken wir mal, wie das heute läuft. Ich würde das jetzt im Schnelldurchlauf lassen. Und wir gucken mal, wie das hier so alles. Ja, die ist total. Oh. Station der Chirurgie ist nicht einsatzbereit oder fehlt. Ja, nur 2000 wird das halt nichts. Ich überlege, ob ich die hier auch nochmal feuer, weil die gerade so unnütz hier ist. Weil die ganze Station an sich ja noch gar nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, warum ich die schon überhaupt eingesetzt habe. Ich glaube, ich habe gedacht, dass es ja vielleicht trotzdem schon irgendwie funktioniert. Aber wir sehen das ja hier. Also stand auch schon vorhin auf dem Dings, dass es nicht geht und hier auch. Also man braucht die beiden leider, deswegen sind die auch rot. Bist du besonders teuer? Ach, die habe ich genommen, weil die so günstig ist und keinerlei versteckte Dinger hat. Ja, aber gut, das ist jetzt auch nicht so eine wichtige Mitarbeiterin, dass ich sagen würde, boah, brauche ich jetzt unbedingt. Also, auf Wiedersehen erstmal. Ich glaube, ich wollte nämlich gucken, ob die, deswegen habe ich die eingestellt, ob trotzdem schon irgendwas funktioniert, wenn ich die habe. Aber das scheint halt nicht der Fall zu sein. Ja, Patient wurde verlegt, also einer von 40 wurde uns gerade schon weggenommen, leider. Hier. Das ist sogar die, die hier auf dem Ding lag. Ja, schön. Aber dann überlege ich fast, ob ich das. Ha, ich will jetzt echt nicht jede Folge hier das Bett hin und her legen. Jetzt liegt auch jemand drin. Jetzt lassen wir es so. Ich frage mich nur, brauche ich das hier unbedingt? Also ich würde das hier eigentlich gerne sogar löschen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass dann nachher das ganze Ding nicht mehr funktioniert. Ich finde das nur echt hässlich, wie das hier gerade mitten im Raum steht. Die saßen auch noch nie drauf, also wartet mal. Wenn ich jetzt hier reingehe in die Baudings, bin ich hier schon drinne gerade? Nee, nicht richtig. Jetzt glaube ich.
Warte mal. Oh, die Dinger habe ich gar nicht. Die sind eigentlich auch scheinbar nötig, oder? Wo sollte ich die denn hinstellen? Die sind nämlich gelb hinterlegt. Die könnte ich darüber bauen. Ah, der Bürostuhl scheinbar ist wirklich unnütz. So, mal gucken. Ja, es wird gar nicht gebraucht. Ich glaube, das habe ich nur gemacht, weil es in der Vorlage so drin war. Ganz ehrlich, wenn es nicht gebraucht wird, dann lassen wir das. So. Ja, hier sind jetzt echt alle Betten. Nee, das gerade nicht. Doch, jetzt ist es wieder belegt. Okay, wir lassen das so. Wenn da echt fünf Betten auch benötigt werden teilweise, dann lassen wir das so. So, Leute, kümmert euch. Ja, wir werden leider beide Aufgaben wieder nicht schaffen, weil einer von 40 schon weg. Hier die 70% werden wir jetzt im Moment auch nicht erreichen. Blöd, wir müssen jetzt echt einfach Geld verdienen. Also wir sind jetzt sogar schon bei 7.000. Natürlich mehr Patienten rannehmen, heißt natürlich, also die Ärzte, wenn die mehr Patienten rannehmen, heißt das natürlich auch, dass wir wieder ein bisschen mehr Kohle kriegen, als wenn da nur zwei Patienten genommen werden, angeschaut werden. Das heißt auf jeden Fall, dass wir jetzt täglich eigentlich wieder ein bisschen mehr Geld bekommen sollten. Sehr schön. Hier auch das Wartezimmer sieht schon deutlich leerer aus als vorher. Hier sogar niemand mehr fast. Also das scheint jetzt wirklich gut zu funktionieren. Guck mal, wir sind jetzt auch 13 Uhr und wir haben schon das geschafft, was wir jetzt die Tage kaum geschafft haben am ganzen Tag. Sehr gut. Also das klappt wieder. Sehr, sehr schön. Ja, was als nächstes? Geld sammeln? Ja, fehlt uns schon wieder der zweite. Weil die Station immer noch fehlt. Also das heißt jetzt Geld sammeln, die anderen bei. Es sind ja eigentlich noch zwei Räume, die wir hinkriegen müssen. Und dann kann das Ding hier auch schon öffnen. Oh, guck mal. Das mit dem Geld läuft jetzt echt gut. Na, perfekt. Dann nehme ich wirklich an, dass wir in der nächsten Folge schon fast. Na, vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge so viel Geld zu sammeln, dass wir einen weiteren Raum bauen können. Ich denke mal, dass das hinklappen soll. Hinklappen. Dass es klappen sollte. Manchmal redet man echt Stuss. So als Let's Player. Das fällt mir auch immer bei anderen auf, wo man immer lacht, wenn die so komische Sachen sagen. Aber es ist echt, wenn man nicht so richtig nachdenkt, redet man einfach manchmal echt bescheuertes Ding. Okay, was haben wir denn hier? Krämpfe. Dann nehme ich auf jeden Fall eine Stuhlprobe. So eine Probe. Die anderen Sachen weiß ich jetzt nicht, ob die wichtig sind. Vielleicht auch eine Blutabnahme. Die beiden Sachen weiß ich nicht genau, was die machen. Detaillierte Bilder von inneren Organen lassen wir mal noch. Ja, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Vielleicht lässt es sich schon mit den anderen beiden Sachen klären. Wenn nicht, können sie die anderen Sachen ja immer noch machen. Ich will jetzt auch ungern so die Leute Röntgen schicken, wenn das nicht notwendig ist. Ja, mir wurde auch gesagt, mehr tragen immer vor den Dingern, weil das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich dachte, wenn eine Schwester so eine Trage benutzt, also hier, die steht jetzt zum Beispiel hier, wenn die benutzt, dass sie die dann auch da stehen lässt. Aber ich glaube, dass die Trage einfach wieder zurückbringt. Ich muss das mal verfolgen. Wir warten jetzt mal auf so eine Sache. Ja, jetzt ist leider schon gleich Schluss. Das werden wir wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr sehen in den letzten Minuten. Ich dachte halt, wenn die jetzt hier zum Beispiel zum Röntgen bringen, dass die Trage dann da einfach stehen gelassen wird und die Schwester dann den wieder so mitnimmt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein. Oh, was? Wir haben die 40 Patienten geschafft. Oh, wir hatten anscheinend Überhangmandate. Sehr schön. Ich nenne das ja ganz gerne so. Boah, 30.000. Das heißt, wir können in der nächsten Folge tatsächlich bauen. Und das heißt auch, dass die Station gar nicht mehr so weit weg ist. Also die Eröffnung der Station. Sehr schön. Oh, jetzt können wir es, glaube ich, sehen. Wartet mal. So, die bringt die jetzt zum Röntgen. Und nimmt die Trage tatsächlich wieder mit. Okay. Ja, das war tatsächlich von mir ein Missverständnis, dass ich wirklich gedacht habe, dass die Tragen da stehen bleiben, wo der Patient hingebracht wurde. Ja, dann mache ich das hier so. Die steht da, glaube ich, ganz gut. Dann muss hier gar keine Trage stehen bei den Schwestern. Das ist total sinnfrei denn. Und hier eine vor dem Röntgenraum. So, ich glaube, das ist ganz okay. Hier wissen wir noch nicht, wo die Tragen genau stehen werden müssen. Eine auf jeden Fall schon mal hier hin. Oder, na doch, ich lasse die erstmal hier stehen, weil ich noch nicht weiß, wie ich das mache. Und hier müsste dann auch noch eine hin. Könnten wir direkt schon mal machen hier. Muss ich dafür jetzt auf Chirurgie gehen? Nicht, dass die Trage auf einmal falsch zugeordnet ist oder so. Wartet mal. So, tippen wir da nochmal rein. Ach, die brauchen. Nee, das ist obligatorisch.
Sie ist gerade hier, das ist gelb. Also können die Tragen auch ruhig woanders stehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht. Wartet mal, ich lasse mal eine vielleicht hier stehen. Weil ich ein bisschen Angst habe, dass sonst vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Das mache ich hier auch. Ich stelle den eine Trage rein. Warum geht das nicht? Falsch rum. So, jetzt stehen so viele Tragen überall. Die sind zum Glück auch relativ günstig. Also ich dachte, die wären ein bisschen teurer. Die kosten ja nur 100 noch was. Also nicht mal 200. So, damit ist die Folge auch schon wieder vorbei. Wir haben Geld bekommen. Wie toll. Oh, jetzt müssen wir 50 Patienten behandeln. Okay, das heißt wohl, wir müssen demnächst auch eine andere Station eröffnen dafür. Ja, das funktioniert nicht. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und in der nächsten Folge wird wieder fleißig gebaut. Also, bis dann.